Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo und willkommen. Und heute eine interessante Zuschauerfrage an Sandra gerichtet. Hallo liebes Modern Koi Team. Ich habe eine noch sehr neue Anlage und habe jetzt festgestellt, dass beim Aufheizen sich die Fließgeschwindigkeit erhöht. Höre und staune. Ist das so, dass warmes Wasser schneller durch die Anlage fließt oder hat sich einfach die Pumpenleistung verändert? Der Teich ist 4500 Liter groß und wird durch drei Pumpen in Bewegung gehalten. Eine Oase Expert 22.000 und eine 4 Flow. Bei einer Wassertemperatur von 13 Grad flossen 54.000 Liter pro Stunde durch den Filter. Jetzt bei 18 Grad sind es fast 57.000 Liter. Muss ich bei 25 Grad dann von über 60.000 Liter ausgehen? Woran kann das liegen? Bleiben Sie alle gesund und danke für Ihre Blogs. Ich bin kein Physiker, aber jetzt. Ich weiß, dass... Ich habe die Frage vorher gelesen, dann wollte Sandra, dann habe ich gesagt, nee, da will ich das jetzt. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ja, die Dichte des Wassers ist natürlich temperaturabhängig, das wissen wir. Also das extreme Beispiel mit den 4 Grad, die am schwersten sind, ist, glaube ich, allen Teichbesitzern mittlerweile präsent. Aber... wenn das schneller fließt, dann ist die Dichte niedriger, richtig? Weil das dann nicht so viel Widerstand leistet, also nicht so viskös ist. Das ist völlig geil, wie du das beantwortest. So ist es. So hättest du es auch beantwortet? Genau. Wir sind uns einig. Also die Dichte bei 3,98 Grad hat Wasser die höchste Dichte. Und je höher die Dichte, desto höher der Rohrreibungswiderstand und desto weniger schafft die Pumpe nachher durchzudrücken, weil der Gegendruck von dem Rohrleitungssystem, der Druckabfall, einfach höher ist. Und dadurch fließt weniger Wasser, wenn es kalt ist, und mehr, wenn es warm ist. Aber die 3000 Liter, die du da angibst, oder dann die Projizierung auf 60.000 Liter, die glaube ich nicht. Das liegt einfach ein Messfehler vor. Das ist sicherlich auch nicht linear, sondern das ist mit Sicherheit auch eher eine exponentielle Kurve. Das muss exponentiell sein. Also linear sicherlich nicht. Genau. Und mich würde nur interessieren, haben Sie das jetzt ausgelittert? Oder genau, wie ist es gemessen worden? Das ist genau das. Ich glaube, dass der Effekt so gering ist. Ja? Da müsste man wirklich hochpräzise Messtechnik haben, um da nachher irgendwas messen zu können. Das ist so einfach nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr mit eurer Armbanduhr in den Flieger geht und nachher seht, dass wenn ihr 2 Stunden oder 10 Stunden geflogen seid, dass die Uhr dann zurückgeht. Langsamer geht sie dann. Das ist so. So hat man zum ersten Mal Einsteins Relativitätstheorie nachgewiesen, dass sie tatsächlich stimmt. Da hat man Uhren, Atomuhren. Ja, aber das war eine Atomuhr, darum sage ich ja. Das ist ja, von der Sache her ist es so minimal. Da hat man Atomuhren in Flugzeuge gepackt und hat sie so und so viele Tage oder Wochen mitfliegen lassen. Und dann sind die, glaube ich, ein paar Sekunden nachgegangen. Ja, das war dann irgendwie... Bewegung durch den Raum verlangsamt die Zeit, so wird ein Schuh draus. Kennst du auch einen Mbemba-Effekt? Nein. Du kennst einen Mbemba-Effekt nicht? Der ist wissenschaftlich noch nicht geklärt vollständig. Ah ja, dann kann ich ihn ja nicht kennen, oder? Poser. wenn du vorher heißes Wasser hast und kaltes, ja, und willst es eingefrieren, gefriert das heiße Wasser schneller als das warme, als das kalte. Also jetzt als Hausfrau gesprochen. Als Hausfrau gesprochen. Wenn ich die Eismaschine so in mir angucke, ich stelle da kaltes Wasser rein, damit es schneller zu Eis wird. Im heißes Wasser geht es schneller. Ehrlich? Wenn du Eiswürfel machen willst, im heißes Wasser geht es schneller. Das ist der Mbemba-Effekt. Und genau. Das hat ein Schüler aus Tansania hat es mal rausgefunden. Und dadurch ist der Effekt und der... wie heißt das, Tansanie, nigerianische? Ich werde es mal mit dem Sorbet überprüfen. Wie Sorbet wohl schmeckt, wenn es vorher heiß war. Also, ich glaube, da liegt ein Messfehler vor, Thorsten. Aber wirklich eine interessante Frage. Aber klar, das ist übrigens auch mit Auftrieb so, hängt auch von der Dichte ab. Das ist übrigens eine Gefahr für Schiffe, wenn die fahren und es würde zum Beispiel von unten Methan aufsteigen. Vermutet man zum Beispiel im Bermuda-Dreieck unter anderem, dass da Methanblasen hochkommen und dann verliert das Boot der Auftrieb, weil die Dichte des Wassers runtergeht und dann saufen die ab. Haben Sie vielleicht da schon mal gesehen, wenn ein Turm springt? Oh, jetzt lagen wir ganz tief in die Schublade. Ja? Wenn so ein Turm springen ist, wenn die Jungs aus, was weiß ich, x Metern runterspringen, so wie heißen diese Extremspringer, diese Cliffdiver, bla bla bla. Achso, du meinst jetzt so. Und dann gehen die manchmal her und machen unten so wirklich wie bei uns Belüftung, eine ganz starke Belüftung rein. Und das senkt auch die Dichte des Wassers und dann haben die sehr viel softere Landung.
Ach so, damit das Wasser gebrochen ist an der Oberfläche praktisch. Ja. Oh ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich das bei meinem ersten Turmsprung auch gehabt hätte. Willst du uns das erzählen? Nee, hattest du den Bikini danach noch an? Na, sagen wir es mal so, das mit dem Bikini ist natürlich ein alter Witz, aber man merkt schon, dass Wasser ganz schön bretthart sein kann. Auch so bei Wasserski und so hat es sicherlich der ein oder andere schon mal nachvollzogen. Ich habe gerade überlegt, bei irgendwas am Keuteich mit der Belüftung merkt man es auch, dass der Auftrieb nicht mehr gegeben ist, aber ich weiß es nicht mehr bei was. Meinst du die Blasen? Mhm. Wenn man irgendwas macht, was sie auch machen können, ist auch witzig. Wenn sie den Auftrieb merken wollen, dass der Auftrieb mit der zunehmenden Dichte des Wassers zunimmt, wenn sie das nächste Mal ihren Teich aufsalzen, nehmen sie zuerst ihre Inspektionswanne, packen 25 Kilo Salz rein, füllen Wasser rein. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das ist auch. Und das sind diese 33-34%, was man maximal lösen kann. Ja? Und dann ist das maximal gelöst und dann heben Sie mal Ihre Hand rein, drücken Sie runter, die kommt so wieder hoch. Das ist dieser tolle Mehreffekt. Genau. Und das hat aber nur 25% oder so. Also, das habe ich mir alles hier aufgeschrieben. Nicht, dass Sie denken, ich weiß sowas auswendig. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.